Ja, hallo liebe Leute, wir sind wieder bei Minecraft und diesmal ohne meine Kinder, die ja hier ganz schön Action verbreitet haben und mir ein bisschen was durcheinander gebracht haben. Ich werde jetzt vorübergehend erstmal die Betten abbauen und in die Kisten legen. Wie ihr seht, Ordnung halten können die Kinder hier auch nicht, aber das ist nun mal so, das muss dann die Mama machen. Ja. Ich muss gestehen, ja, Asche auf mein Haupt, ich war ein wenig unterwegs und habe Fichtenholz gesucht, denn ich möchte gerne mein Haus ein bisschen verschönern und ich liebe dieses Fichtenholz eigentlich sehr. Ja, das wirkt, finde ich, ziemlich warm und gemütlich und das habe ich aber ohne Aufnahme gemacht. Ich habe auf friedlich gestellt. Ich habe also nicht gekämpft oder so. Ich bin einfach nur durch die Welt gereist und habe Fichtenholz geholt. Ich gehe jetzt einfach mal raus. Ich hoffe, hier ist einigermaßen friedlich. Ich habe Setzlinge mitgebracht und die habe ich hier oben eingesetzt in die Erde. Was ist das denn? Das ist hier natürlich nicht besonders schlau. Und ich werde dann einiges an Fichtenholz benötigen, um hier alles auszubauen in meinem Haus. Hier seht ihr schon, stecken die Setzlinge im Boden. Da auch noch. Für den werden wir hoffentlich auch noch ein Plätzchen finden. Den setzen wir jetzt einfach dahin. Ja, und wenn ich das alles abgeholzt habe, dann werde ich wieder fleißig neu einpflanzen und dann hoffe ich, bekommen wir genug Holz für unser Haus. Ich habe ja echt schon überlegt, ob ich mir hier oben irgendwo noch ein Haus hinbaue. Aber ich denke, ich lasse das so. Das wäre mir zu viel Arbeit und höchstwahrscheinlich für euch auch sehr langweilig. Ich werde jetzt erstmal auf meine Felder gehen und gucken, ob da was gewachsen ist. Ja, mein Sohn wollte mir hier ja noch was hinbauen. Mal schauen, ob er das irgendwann noch macht. Ich hoffe. Ja, Schaf, dir geht's hier gut in meinen Feldern, ja? Diese Schafe. Ich möchte echt mal wissen, wo mein Schwein ist. Aber ich muss ja dazu sagen, kurz bevor ich mit meinen Kindern angefangen habe zu spielen, musste mein Sohn ja unbedingt auf mein Realm hier gucken. Und ich hatte mich dann eingeloggt hier und habe mich gewundert, was ist denn hier passiert? Mein halbes Haus war kaputt, mein Stall war irgendwie kaputt. Und ich habe wirklich gedacht, hier ist ein Creeper irgendwie explodiert, ohne dass ich irgendwie was mitbekommen habe. Aber das geht ja eigentlich gar nicht. Das hätte man ja gehört, weil ich ja direkt in meinem Haus drin stand. Und dann habe ich meinen Sohn gefragt, ob das geht, dass man beim Ein- und Ausloggen irgendwie das überhört, wenn ein Creeper explodiert. Und er sagte, nee, eigentlich nicht. Und hin und her. Und ich sage, ja toll, mein Haus ist kaputt. Die Schafe und Hühner rennen hier draußen rum und so weiter und so fort. Und dann sagt er, ach so, ich war auf deinem Server. Das kann sein, dass ich das war. Ja, und dann musste ich hier die komplette Wand hier reparieren, den Zaun, meine Tiere musste ich wieder einfangen. Da liegt übrigens noch ein Ei, sehe ich gerade. Ja, und ich vermute mal, dass vielleicht, was ich ja nicht hoffe, mein Hausschwein mit dabei explodiert ist. Denn hier rennt es wirklich gar nicht mehr rum und ja. Ich meine, vielleicht ist es auch weiter weggelaufen, ich habe keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass es dabei mit in die Luft geflogen ist. Was ich natürlich sehr, sehr schade finden würde. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt so genau machen. Diese Buggy-Tür. Aber ich denke, ich werde noch mal ein bisschen Essen hier machen. Ja, Ofenkartoffeln wollten die Kinder auch haben. Haben aber keine gegessen, wie ich das so sehe. Das gibt's doch nicht. Ja, fand ich sehr nett, dass mir meine Kinder geholfen haben. Vor allen Dingen haben wir ja wirklich einiges an Diamanten gefunden.
Das fand ich richtig toll. Und natürlich noch viele andere Dinge mehr. Ach, die Kohle behalte ich mal im Inventar. Ja, das fand ich richtig nett, dass die beiden das mitgemacht haben. Aber das ist halt eine Ausnahme gewesen, weil ja, meine Tochter geht halt schon arbeiten. Die hat nicht immer Zeit. Zu dem Zeitpunkt hat sie zum Glück Urlaub gehabt. Aber das war halt eine Ausnahme. Gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt in die Höhle nochmal reingehen sollen, aber eigentlich denke ich, lohnt sich das nicht unbedingt. Ich müsste mal die Fackeln. Was habe ich denn hier drin? Ich habe unwahrscheinlich viele Fackeln jetzt. Egal, dann nehme ich die halt mit. Das Essen muss ich mir einstecken und Holz. Da sind Steine drin. Das Holz weiß ich nicht. Ja, haben wir noch ein bisschen was. Nehmen wir das mit. Ach, das auch noch. Ich glaube, in der anderen Kiste war ja gar nichts mehr drin, die da in der Höhle stand. Ein bisschen Eisen nehmen wir noch mit. Hier haben wir 17 Diamanten. Das ist natürlich super. Ich weiß, dass man für einen Verzaubertisch 2 Diamanten braucht. Wir sind Level 23. Können wir uns noch ein bisschen Zeit lassen. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit den restlichen Diamanten mache, aber ich denke, die werde ich mir erstmal noch ein bisschen aufheben. Ich weiß, eine brauchen wir auf jeden Fall. Eine Diamantspitzhacke zum... was ist das? Obsidian ist das, glaube ich, ne? Für das Netherportal, das abzubauen halt. Ja, ich schaue hier noch mal in die Höhle rein. Oh, hier ist schon wieder was gewachsen. Ups. Das könnte ich ja dann auch da in die Höhle mit reinlegen, praktisch. Ja, das werde ich machen. Ja, und mein Sohn hat ja dann auch noch gleich zur Begrüßung meinen Zaun da mit den, oder beziehungsweise meine ganzen Tiere in die Luft gesprengt. So ist das, wenn man Kinder hat, liebe Leute. Aber es macht auch immer wieder Spaß. Weil es passiert immer wieder was Neues und es ist auch immer wieder lustig. Muss ich dazu sagen. Also es ist nicht immer alles schlecht. Ja, und das ist ja auch nur ein Spiel. Man kann ja wieder alles aufbauen. Schön, es regnet. Es ist ja praktisch nichts verloren. So, und meine Tochter habe ich festgestellt, die hat eigentlich noch mehr Angst als ich vor irgendwelchen Monstern. Das hätte ich nicht gedacht. Dachte eigentlich, dass sie viel mutiger ist, aber ich glaube, sie baut auch lieber, als dass sie am Kämpfen ist. Ja, die machen immer sehr große Projekte, sie mit ihren Freunden. Die bauen riesige Bilder zum Beispiel. Die haben mal den Homer gebaut von den Simpsons. Ich will immer Sims sagen. Ja, das ist also wirklich riesengroß. Gefällt mir auch sehr gut, was die da gemacht haben. Ich habe auch gesagt, die sollen das mal auf YouTube online stellen, aber haben sie irgendwie nicht gemacht. Vielleicht machen sie das ja noch. Hier war doch, glaube ich, war hier nicht noch eine andere Höhle? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja, Klatsch. Wo brummelt der denn rum? Ja, da unten. Ach, da.
dann gehen wir da mal hin. Und oh, mein Schwert ist auch bald hinüber. Ich glaube, ich sollte mir lieber mal ein neues machen, bevor ich hier anfange zu kämpfen. So. Ja. Reicht. Oh nein, ich bin so blöd. Naja, okay. Spitzhacke kann man auch immer gebrauchen. Das war reine Absicht jetzt. Das war reine Absicht. Das war kein Versehen. Nein. So. Schwert. Rest nehmen wir mit. Ich müsste eigentlich noch mal gucken. Die Türen passen ja irgendwie gar nicht zu meinem Texture Pack. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile endlich geändert wurde. Ich hoffe eigentlich schon. Ach, der ist da unten drin. Okay. Das gefällt mir nämlich noch nicht so. Ach, hier waren wir schon. Da war ja nichts. Oh, wow. Ja, also ich würde hier auch die Wege gar nicht mehr finden. Was steht denn da oben? Skelett? Okay. Weiß gar nicht, wo wir überall rumgekrochen sind. Ich würde mir eigentlich auch ganz gerne eine neue Höhle suchen. Denn hier kennt man ja eigentlich schon alles. So ziemlich. Natürlich ich noch nicht. Ich würde mich hier noch 10-mal verlaufen. Ja, aber im Grunde genommen waren wir ja hier schon so ziemlich überall. Muss mal sehen. Schön, dass hier mal Steine fehlen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust gehabt, als ich mit meinen Kindern gespielt habe, hier alles komplett abzubauen. Denn das kann man, denke ich, nach und nach noch machen. Kann hier immer mal wieder reingehen, wenn man was braucht. Ja. Ist noch irgendwo ein Skelett. Ich höre dich. Man hat ja sonst endlos lange oder endlos viele Materialien rumliegen. Ich meine, ist natürlich schön, immer was zu haben. Aber wenn ich dann eine ganze Kiste voller Kohle besitze, ja. Wie gesagt, ich denke, das kann man sich später noch alles dann zusammensammeln. Das Spiel geht ja noch länger. Ist ja noch nicht gleich vorbei. So, die Erze schmeißen wir hier schon mal in den Ofen wieder rein. Und die Kartoffeln sind fertig. So. Sehr schön. Ja, eigentlich habe ich jetzt richtig, richtig große Lust, mein Haus hier aufzubauen. Aber die Bäume sind ja noch nicht gewachsen. Und das wird, denke ich, noch so einige Zeit in Anspruch nehmen. Und ich muss dann auch mal wieder ein bisschen nachgucken, wie man bestimmte Dinge bastelt. Weil alles behalte ich mir nicht. Denn gerade die Sachen, die man nicht so oft zusammenbaut, die vergisst man dann doch mal. Ich weiß zum Beispiel, dass man sich Bilder machen kann und Bücherregale und solche Sachen. Aber da müsste ich dann nochmal nachschauen, bevor ich mich hier wieder zum Affen mache. Aber das mache ich ja eh, aber das macht mir nichts aus. Ich mache mich ja ganz gerne mal zum Affen. Soll ja auf jeden Fall Spaß machen. So. Komm, den schaffst du noch. Also hier grunzt auch irgendwas rum, habe ich gerade gehört.
Da muss ich gleich mal gucken. Nee, das wollte ich nicht. So, die Möhren nehme ich mit. Und das auch. Ja. Ach. Die Kartoffeln lasse ich auch da. Kann nicht schaden. Da ist ein Schwein. Bist du mein Hausschwein? Komm mit. Komm. Ach, könnte ich ja die Möhre rausholen. Dann kommt das mit, ne? Komm. Na los. Oh ja, es kommt mit. Na. Sehr schön. Ja, das kann natürlich sein, dass es unser Hausschwein ist. Kann natürlich sein, dass es ein anderes Schwein ist. Aber ich nehme das jetzt mit. Und, oh klar, das ist bestimmt unser Hausschwein, so wie das hinter uns herrennt. Oh. Hoffentlich treffe ich das Schwein jetzt nicht. Komm, hier. Oh, 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 oh. Ich habe jetzt keine Lust, gegen dieses blöde Skelett zu kämpfen. Hau ab und lass mich in Ruhe und lass mich mein Hausschwein mitnehmen. Komm her, Schweinchen. Wir gehen jetzt nach Hause. Mal gucken, was hier oben so alles wieder rumsteht. Na. Komm. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, ich gehe lieber. Ich hau hier ab. Oh, schon wieder Creeper. Mach mir ja nichts kaputt hier. Oh. Alte Sau. Ach. So, ich müsste was essen. Ich habe ja mein Essen in der Höhle gelassen. Ich hätte mir doch vielleicht mal das eine oder andere Ofenkartoffelchen mit einbacken sollen. Aber egal, zu spät. So, ich mache dann auch schon mal wieder Schluss. Das Schweinchen holen wir uns in der nächsten Folge. Ich sag bis dann, eure Nizi. Bye, bye.